Höre zu, alle Völker, merket auf, die in dieser Zeit leben. Einfache Leute und Herren, reich und arm miteinander. Also hier heißt es, der Herr sagt, jetzt hört mir zu. Gott, der Vater, ist jetzt hier und er sagt, hört zu, alle Völker, merket auf, alle, die jetzt leben. Lebst du in dieser Zeit? Dann sagt Jesus, wir sollen ihnen jetzt mal zuhören, was er zu sagen hat. Er sagt, einfache Leute und Herren, reich und arm miteinander. Mein Mund, sagt er, soll Weisheit reden und was mein Herz sagt, soll verständig sein. Ich will einen Spruch mein Ohr neigen, also was er sagt, ich will das, was er sagt, mein Ohr auftun und mein Rätselwort. Jesus sagt, es ist ein Rätselwort, kundtun. Und jetzt redet er, was er will, was er uns zu sagen hat. Es heißt hier, warum sollte ich mich fürchten in bösen Tagen? Wir haben jetzt böse Tage, wir haben eine Pandemie, wir haben Feuersbrünste, wir haben Hungersnöte, wir haben Dürren. Es heißt, warum sollte ich mich fürchten in bösen Tagen, wenn mich die Missetat meiner Widersacher umgibt? Also wir sind umgeben von der Missetat, der Widersacher von Gott und auch unsere Widersacher. Das hat er schon gesagt heute, Bruder Armin, die sich verlassen auf Haben und Gut und pochen auf ihren großen Reichtum. Und jetzt ist das ist dieser Punkt jetzt. Ja? Das heißt, kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben. Denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen, ewiglich, damit er immer weiter lebe und die Grube nicht sehe. Noch einmal. Es heißt hier, niemand, kein Mensch dieser Welt kann den anderen auslösen. Wovon? Vom Tod, von seiner Sünde, vom Zustand des Todes und seiner Sünde. Niemand kann den anderen auslösen. Es gibt so Psychologen und Therapien und dies und jenes und Ratgeber. Das löst uns nicht aus vom Tod. Es heißt, denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Jesus sagt, die Menschen auszulösen ist ein Preis, den niemand zahlen kann. Die Bibel sagt, es war ein Schuldner, der schuldete seinem Herrn 10.000 Talente Silber. Das ist so eine große Schuld, das sind Milliarden. Das heißt, unsere Schuld Gott gegenüber sind Milliarden. Wir können das nie bezahlen, niemals. Auch mit guten Werken nicht und das tun und jenes tun. Der Herr sagt, kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn Gott ein Sühnegeld geben. Atonement heißt Sühne. Wer war der Sündenbock? Wer hat Sühne geleistet? Denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen, ewiglich. Das heißt, dieses Sühnegeld von Jesus Christus war so ein teurer Preis. Wir haben keine Ahnung. Ja, dann heißt es, ja, es sind schon viele Menschen getötet worden und gekreuzigt worden. Nein, das war ein Preis, der nicht zu bezahlen war. Es war ein göttliches Blut. Gottes Leben selbst ist gestorben für uns. Gott selbst ist für uns gestorben. Dieser Preis musste Gott zahlen, um uns zu erlösen. Und dann geht es weiter. Hier heißt es, diese Erlösung braucht es, damit er immer weiterlebe. Durch Jesus können wir weiterleben und die Grube nicht sehen. Es heißt hier, er wird sehen, auch die Weisen sterben, so wie die Toren und Narren umkommen, sie müssen ihr Gut anderen lassen. Und dann sagt der Herr für diejenigen, die nicht ausgelöst werden von Jesus, Gräber sind ihr Haus immer da, ihre Wohnung für und für. Und doch hatten sie große Ehren auf Erden. Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern muss davon wie das Vieh. Okay, hier sagt der Herr, wer Jesus nicht hat, ist wie ein Vieh. Habt ihr verstanden?
Er muss davon gehen wie das Vieh. Dies ist der Weg derer, die so voll Torheit sind und das Ende aller, denen ihr Gerede so wohl gefällt. Sie liegen bei den Toten wie Schafe, der Tod weidet sie, aber die Frommen werden gar und bald über sie herrschen. Und ihr Trotz muss vergehen. Bei den Toten müssen sie bleiben. Aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt. Aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt. Denn er nimmt mich auf. Ich möchte noch in der Offenbarung etwas lesen vom Tod. Ja, noch einmal. Offenbarung, Kapitel 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens des Lammes. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus und die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus und die darin waren und sie wurden gerichtet an jeden nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden also geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben im Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Der Herr will dir uns heute etwas sagen und zur ganzen Welt etwas sagen. Jesus sagt, ich liebe den Elenden, ich liebe, der ein zerbrochenes Herz hat, und ich liebe den, der zittert vor meinem Wort. Der Herr sagt, ich liebe denjenigen, der mein Wort fürchtet und sich erzittert vor meinem Wort. Und das ist Gottes Wort. Und der Herr sagt, höre mein Wort jetzt. Und sein Wort sagt hier etwas. Die Menschen werden sterben. Jesus sagt zu Lazarus, als er starb, er schläft nur. Das heißt, der Tod der Menschen, die sterben, sie gehen in die Gräber, es ist wie ein Schlaf. Und es gibt einen Tag, der heißt der jüngste Tag, wo Gott alle Menschen auferwecken wird. Der Tod gab die Toten. Das Totenreich gab die Toten. Die kleinen Toten, die großen Toten, alle müssen erscheinen vor dem Herrn der Herrscher, vor dem weißen Throngericht. Und dann heißt es, jeder Mensch wird gerichtet. Über jeden Menschen gibt es ein tägliches Buch. Und wie sie werden gerichtet nach den Taten, den sie gemacht haben. Dann gibt es noch ein anderes Buch. Und das ist das Buch des Lebens. Und der Vater sagt hier, er sagt, ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und sein Reich kamen die Toten heraus und so weiter. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand Jesus Christus nicht in sein Herz aufgenommen hat, wurde nicht gefunden, geschrieben im Buch des Lebens. Der wurde geworfen mit dem Tod, mit dem Satan, mit dem falschen Propheten in einen feurigen Pfuhl. Wir müssen das hören. Ja, die ganzen Buddhisten werden dort drinnen sein. Die ganzen Moslems werden da drinnen sein. Nur der geschrieben ist im Buch des Lammes, ist gerettet. Und der Herr sagt, hört mir besser zu und nehmt mein Wort ernst, was ich zu sagen habe. Noch eine Bibelstelle am Schluss und dann werde ich das Abendmahl feiern. Ich spüre die Ernsthaftigkeit Gottes, diesen Ernst. Oh Mann, ist warm. 66, 24, Jesaja. Im Buch Jesaja. Es gibt 66 Kapitel.
in der Bibel und das Jesaja hat 66 Kapitel. Jedes Kapitel entspricht einem Buch der Bibel. Und das Kapitel 66 entspricht dem Buch der Offenbarung. Und es heißt hier im Vers 66, das ist das Letzte, was ich sage, denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer, sagt er, dass er vergelte im Grimm seinen Zorn in Feuerflammen. Denn der Herr wird durch Feuer die ganze Erde richten, heißt es. Und die vom Herrn Getöteten werden viele sein. Und es heißt hier, ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Und dann heißt es hier im Vers 24, und sie werden hinausgehen und schauen die Leichname derer, und sie werden schauen die Leichname derer, die von mir abtrünnig waren, denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen und sie werden allem Fleisch ein Gräuel sein. Die Offenbarung sagt, ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen.